Serienmörder. Sie töten ohne Mitleid, ohne Reue. Er konnte töten, wann immer er wollte, ohne dass es jemand auffiel. Er war wie ein Vampir. Er hat den jungen Frauen die Energie, die Schönheit und das Leben ausgesaugt. Wie ticken sie? Warum morden sie? Killing excited her. Töten erregte sie. Sie hat das genossen. Sie war süchtig danach. Und sie konnte nicht aufhören. Ein Profiler und eine Psychologin öffnen die Fallakten der schockierendsten Serienmörder der Welt. Ich bin Stefan Harbort, von Beruf Kriminalist mit dem Schwerpunkt Serientötung und Fallanalyse. Ich bin Lydia Benecke, Kriminalpsychologin mit den Arbeitsschwerpunkten Sexual- und Gewaltstraftaten. Gemeinsam blicken sie in die dunklen Seelen der Mörder, geben Antworten, warum diese Menschen immer wieder quälen, vergewaltigen und töten. In einem bayerischen Krankenhaus geht ein Todesengel um. Er fühlte sich als Herr über Leben und Tod. Er entschied, welchen Patienten er jetzt tötet und welchen nicht. Der Serienmörder inszeniert ein perfides Schauspiel. Er stellt sich als der liebevolle Pfleger im besten Sinne dar. Aber in Wirklichkeit hat er getötet. Es scheint, als könnte ihn nichts stoppen. Es gab einfach null Verdacht. Doch dann stößt die Polizei auf eine heiße Spur. Man merkte, irgendetwas stimmt hier nicht. Dieser Fall ist besonders, weil die Tötungen in einem der letzten friedfertigen Reservate unserer Gesellschaft passieren, dem Krankenhaus. Den Angehörigen der Opfer spendete der Täter Trost und täuschte damit alle. Sonthofen in Bayern. Malerisch gelegen am Fuße der Alpen. Eine ruhige und friedliche Stadt. Sonthofen ist eine klassische Stadt in den Alpen. Es gibt viele Bauernhäuser, es gibt wunderschöne Blumen im Sommer. Eine wunderbare Idylle. Man fährt dorthin, um Urlaub zu machen und die Berge zu genießen. Dass in dieser idyllischen Gegend ein Massenmord geschehen sollte, es war eigentlich unvorstellbar. Keiner rechnet damit, dass er da umgebracht wird. Mitten in Sonthofen befindet sich ein Krankenhaus. Bei den Einwohnern genießt es einen guten Ruf. Es ist ein kleineres Krankenhaus. Aber es hat eine Intensivstation und ist in der Lage, fast jede Sofortversorgung durchzuführen. Am 24. Juni 2004 wird die 82-jährige Rentnerin Erna H. ins Krankenhaus eingeliefert. Es steht schlecht um die alte Dame. Sie kam ins Krankenhaus, weil sie starke Kopf- und Bauchschmerzen hatte und linksseitig gelähmt war. Und es war relativ schnell klar, dass sie einen ziemlich schweren Schlaganfall erlitten hat. Die Kinder rücken ihrer Mutter nicht von der Seite. Es gab dann einen Moment, in dem die Schmerzen immer stärker wurden. Dann kam ein Pfleger und hat dann den Infusionsbeutel gewechselt. Einige Minuten später scheint es Erna besser zu gehen. Erleichtert verlassen die Angehörigen für die Nacht das Krankenhaus. Die Kinder freuen sich eigentlich, dass es der Mutter offensichtlich gut geht und dass sie jetzt gut schläft. Doch keine 5 Minuten später erhält die Tochter einen Anruf. Hallo? Der Pfleger war dran und sagte, sie muss ganz schnell wieder zurückkommen. Ihre Mutter habe einen Herzstillstand erlitten. Sofort eilt sie zurück ins Krankenhaus. Doch es ist zu spät.
Sie macht sich Vorwürfe, dass sie die Mutter alleine gelassen hat, dass sie nicht da war, als die gestorben ist. Der Pfleger tröstet sie und er sagt zu ihr, sie soll sich keine Vorwürfe machen, das war eben nicht absehbar. Es hat keiner Verdacht geschöpft. Die Frau war schon alt. Und deswegen haben auch die Ärzte das als normale Todesfolge hingenommen. Das gehört zum Alltag, dass Leute auch sterben. Dann, wenige Wochen später, ein weiterer Todesfall. Am 8. Juli 2004 wird die Rentnerin Pilar R. eingeliefert. Pilar war eine 73 Jahre alte Frau aus Spanien, die ihre Verwandten in Sonthofen besucht hat. Sie kam dann ins Krankenhaus, weil sie starke Brustschmerzen hatte. Sie konnte nicht mehr richtig atmen, kam auf die Intensivstation. Dort wurde sie kurz behandelt und es ging ihr sofort eigentlich wieder besser. Pilar hofft, schon bald wieder entlassen zu werden. Ihr Sohn Alfonso kam ins Krankenhaus und sie planten schon seinen nächsten Besuch in Spanien. Sie lästerten über die anderen Patienten im Zimmer, sie erkundigte sich nach den Enkeln. Dann am nächsten Morgen wird die Frau tot aufgefunden. Der behandelnde Arzt stellt als Todesursache Herzversagen fest. Der Kriminalist Stefan Habort und die Psychologin Lydia Benecke beginnen ihre Analyse. Für die beiden ist wenig überraschend, dass die Morde zunächst unentdeckt bleiben. Ich denke, dass wir gerade in diesem Bereich eine sehr hohe Dunkelziffer zu beklagen haben, weil die Täter den Vorteil nutzen, dass sie die Tötungshandlung so aussehen lassen können, als sei das Ganze ein natürliches Todesgeschehen gewesen. Und Kollegen wollen natürlich auch nicht falschen Verdacht erregen. Wer will schon jemandem unterstellen, solche Dinge zu tun? Und wer will auch zum Vorgesetzten gehen? Da ist ein hoher sozialer Druck und das ist ein Riesenproblem. Gerade bei den Patiententötungen gehe ich von einer hohen Dunkelziffer aus. Und ich habe auch mit einigen Patiententötern gesprochen. Einer sagt zu mir, glauben Sie mal nicht, dass ich der Einzige bin, der so etwas tut. Mit mir haben zwei andere darüber gesprochen und mir gestanden, ich mache das auch. Und das wird kein Einzelfall sein. Das Krankenhaus ahnt nicht, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Es gab einfach null Verdacht. Doch die Mitarbeiter bemerken, dass immer wieder Medikamente aus den Schränken fehlen. Am 27. Mai 2004 fiel dem Pflegepersonal das erste Mal auf, dass 10 Ampullen Midazolam fehlten. Midazolam ist ein Beruhigungsmittel, das vor Operationen oder bei Schlafstörungen eingesetzt wird. Diese Medikamente liegen alle offen da. Die sind also auch nicht in einem versperrten Schrank, sondern die sind frei zugänglich. Somit konnte eigentlich jeder, der Zugang hat auf die Station, diese Medikamente entwenden. Das Krankenhauspersonal vermutet, dass möglicherweise einer der eigenen Kollegen die Medikamente gestohlen haben könnte. Die Mitarbeiter beschlossen dann, die Medikamentenausgabe ein bisschen genauer zu überwachen. Und schnell haben sie einen Verdacht. Einer der Krankenpfleger könnte für den Diebstahl verantwortlich sein. Der 25 Jahre alte Stefan L. Er ist seit anderthalb Jahren in der Klinik angestellt. Stefan L. war für 31 Betten mitverantwortlich. Er hatte die klassische Aufgabe eines Pflegers, die Patienten zu betreuen, die Ärzte zu unterstützen und je nach Schicht Tag und Nacht für sie da zu sein. Der Klinikleiter stellt Stefan L. zur Rede.
Man wollte, dass er diese Diebstähle zugibt, dass er diese verschwundenen Medikamente herausgibt. Doch Stefan L. streitet den Diebstahl vehement ab. Der Pfleger selbst war vollkommen empört über diesen Vorwurf vom Krankenhaus, hat sich krank gemeldet und ist dann nach Hause gefahren. Seine trotzige Reaktion hat Konsequenzen. Nachdem der Krankenpfleger nicht mit dem Krankenhaus kooperiert hat, entschied sich das Krankenhaus am 15. Juli 2004 bei der Polizeiinspektion Sonthofen, Anzeige wegen Diebstahls zu erstatten. Die Polizei stattet Stefan L. einen Besuch ab. Nachdem die Polizisten von der Klinik informiert wurden, fuhren sie gleich zu ihm nach Hause, nach Gunzensried, einen kleinen Vorort von Sonthofen, wo er eben mit Freundin in einem kleinen Häuschen wohnte. Gunzensried ist ein kleines Bergdorf, in dem jeder jeden kennt. Gunzensried ist so ein schwäbisches Bilderbuchdorf. Die Alpen im Hintergrund, grüne Wiesen, Kühe mit Glocken. Wirklich Idylle. Und im Dorf haben die Menschen nur Gutes über Stefan L. zu berichten. Er war auch hilfsbereit. Also die Leute wussten ja, er arbeitet im Krankenhaus. Und wenn einer einen Wespenstich hatte, der nicht abschwoll oder sich den Fuß verstaucht hat, dann riefen sie bei ihm an und dann kam er auch gern. Und dann setzte er sich in seinen weißen Golf und war quasi der Landarzt von Gunzensried. Als die Polizisten seine Wohnung durchsuchen, finden sie eindeutige Beweise für den Medikamentendiebstahl. Bei der Durchsuchung haben sie in den Abfalleimern im Bad und im Abfalleimer in der Küche verschiedene angebrochene Ampullen, die ganz offensichtlich aus dem Krankenhaus stammen, aufgefunden. In verschiedenen Schubladen in der Wohnung fanden sie zudem verschiedene Operationszangen und andere medizinische Geräte. Es ist offensichtlich, dass Stefan L. das Krankenhaus bestohlen hat. Weitere Vergehen können ihm die Polizisten nicht nachweisen. Bis zu diesem Zeitpunkt handelte es sich eigentlich um unbedeutende Diebstähle. Also auch die Medikamente, die man entwendet hat, von denen man bis zum damaligen Zeitpunkt wusste, waren eigentlich unbedenklich. Aber dann stößt die Krankenhausverwaltung auf ein alarmierendes Detail. Der dortige Sachbearbeiter hat bei der Durchsicht der Bestellbücher der Medikamente festgestellt, dass auch sehr relevante Medikamente offensichtlich abhanden gekommen sind. Und zwar handelt es sich ganz speziell um das Medikament Lystenon. Lystenon ist ein sogenanntes Muskelrelaxans, das beispielsweise bei der künstlichen Beatmung eingesetzt wird. Wenn man dieses Mittel spritzt, erschlaffen die Muskeln komplett. Der Patient ist zwar bei vollem Bewusstsein, aber er kann zum Beispiel nicht mehr atmen. Gerät es in die falschen Hände, kann Lystenon zu einem Mordwerkzeug werden. Es war natürlich sehr bald klar, dass dieses Medikament auch zur Tötung von Menschen geeignet ist. Der Fall wird an Kommissar Norbert Bernhardt und sein Team von der Mordkommission übergeben. Der erste Gedanke ist natürlich der, es wird sich irgendwie aufklären. Die Recherchen ergaben, dass dieses Mittel in verschiedenen Ländern zum Beispiel für die legale Sterbehilfe verwendet wird. Und so war ein Gedanke der, dass er diese Medikamente vielleicht entwendet, um Geld damit zu machen. Mit einer richterlichen Genehmigung überwachen die Ermittler den Telefonanschluss von Stefan L. Ein Anruf fällt besonders auf. Es ist ein Telefonat mit dem Leiter der Personalabteilung des Krankenhauses. Bei diesem Gespräch gestand der Krankenpfleger, dass er diese Diebstähle begangen hat. Er hat dann verschiedene Medikamente aufgezählt.
Stadt. Was für uns auffallend war bei diesem Telefongespräch, er nannte nicht das Mittel Lystinon. Wieso verheimlicht der Krankenpfleger ausgerechnet dieses tödliche Medikament? Ich bin mit einem Kollegen beim Krankenpfleger am Anwesen erschienen. Es war relativ früh. Hier ist die Polizei. Öffnen Sie bitte die Tür. Ja. Wir haben uns vorgestellt als Beamte der Kriminalpolizei Kempten und ihm gesagt, sie wissen schon, warum wir da sind. Er sagte, gar kein Problem, ich habe das Ganze schon mit meinem Anwalt besprochen. Stefan L. präsentiert den Ermittlern ein schriftliches Geständnis. Er gestand den Diebstahl der Medikamente, listete auch verschiedene Medikamente auf, was er entwendet hat, aber eben speziell nicht dieses Lystinon. Daraufhin habe ich zu ihm gesagt, ich kann Ihnen aber nachweisen, dass Sie Lystinon in Mengen bestellt haben, die eigentlich gar nicht notwendig waren. Daraufhin hat er gar nichts gesagt. Man merkte, irgendetwas stimmt hier nicht. Die Ermittler setzen Stefan L. unter Druck. Es kam daraufhin die Frage von mir, haben Sie mit diesem Mittel Menschen getötet? Und darauf nickte er. Auf die weitere Frage von mir, waren es Patienten im Krankenhaus, bejahte er dies. Die Polizisten können kaum glauben, was sie hören. Den Profiler Stefan Harbort überrascht das freiwillige Geständnis nicht. Ich denke, der ist auch. Viele Patiententöter haben sicher auch Leidensdruck. Machen sich Gedanken, was stelle ich da eigentlich an, was tue ich dem Patienten an, was passiert mit den Angehörigen. Und wenn dann diese Erlösung kommt, Polizei, Festnahme, äußern sie sich dazu, dann bricht es im Grunde genommen aus vielen hervor, weil sie das auch loswerden wollen, diese Schuld- und Reuegefühle. Und dann erzählen sie halt von vielen Taten, die sie verübt haben und legen so eine Art Lebensbeicht ab. Kommissar Norbert Bernhard und sein Kollege haken weiter nach. Auf die weitere Frage von mir, wie viele Menschen er denn damit umgebracht habe, sagte er zu mir, das wisse er nicht. Ich fragte ihn daraufhin, waren es mehr als 5? Sagte er, ja, es waren mit Sicherheit mehr als 5. Fragt ihn dann, ja, waren es mehr als 10? Ja. Also er hat mir letztendlich gestanden, dass er um die 30 Patienten getötet hat. Noch mehr. Den Ermittlern ist jetzt klar, sie haben es mit einem Serienmörder zu tun. Doch wieso hat er die Patienten getötet? Er sagte in seiner ersten polizeilichen Aussage, die Patienten haben mir Leid getan. Ich wollte das Leid beenden. Ich habe Fenster aufgemacht und gewartet, ob vielleicht die Seele des Patienten hinausfliegt. Das hört sich so ein bisschen abenteuerlich an. Naja, er rechtfertigt sicherlich diejenigen, die ohnehin gestorben wären, und blendet die anderen ja aus. Hm? Wahrscheinlich auch vor sich selbst. Wahrscheinlich will er sich auch als Helfer sehen. Lydia Benecke und Stefan Harbort vermuten, dass ein anderes Motiv hinter den Morden stecken könnte. Die Motive bei Patiententötungen sind ganz unterschiedlich. Manchmal geht es um Habgier. Manche Patienten sind auch lästig, werden deshalb getötet. Manchmal geht es auch um die pure Lust,
die pure Freude am Töten. Am häufigsten sagen aber die Täter, ich habe Patienten getötet, weil sie mir Leid getan haben, ich wollte sie erlösen. Auch Stefan L. gibt an, dass er nur Menschen getötet hat, die schwerst krank waren und kurz vor dem Tod standen. So wie Erna H. Noch während die Kinder in ihrem Bett wachen, verabreicht Stefan L. die erste Dosis seines tödlichen Cocktails. Der Krankenpfleger schilderte uns, dass er grundsätzlich jedem Patienten, den er getötet hat, zuvor narkotisiert hat, sodass die Patienten nichts mitbekommen haben. Dann überzeugt Stefan L. die Angehörigen, das Krankenbett der Mutter zu verlassen. Nichts ahnend fahren sie für die Nacht nach Hause. Und in der Zeit hat er dieser Patientin das todbringende Mittel verabreicht. Als die Tochter ins Krankenhaus zurückgerufen wird, ahnt sie nicht im geringsten, dass der Mann, der sie nun tröstet, wenige Minuten zuvor ihre Mutter kaltblütig getötet hat. Für Lydia Benecke und Stefan Harbort ist die Vorgehensweise des Mörders in diesem Fall besonders aufschlussreich. Er hat bewusst dafür gesorgt, dass sie starb, als die Kinder gerade nicht anwesend waren. Also das ist dieses Gefühl der Überlegenheit. Ich habe diese Situation im Griff. Mhm. Schaut, ich kann euch so weit steuern. Es geht um Leben und Tod und ich entscheide. Es erscheint sehr zynisch und kaltblütig, wie dieser Mann entscheidet, eine Frau zu töten, wo er genau weiß, dass die Angehörigen jetzt sehr stark darunter leiden. Und er sich auch noch als der Helfer aufspielt, der sozusagen Trauerbegleitung macht und der Trost spendet. Und ich habe den Eindruck, dass er diese Macht über diese Angehörigen genossen hat und dass er auch wusste, niemand wird ihn verdächtigen, denn die Angehörigen danken ihm ja noch dafür, dass er so liebevoll und verständnisvoll ist. Die Beamten verhaften Stefan L. und bringen ihn zur weiteren Vernehmung aufs Revier. Dann überprüfen sie alle Todesfälle, die sich in den letzten anderthalb Jahren in der Klinik ereignet haben. Es waren 83 Todesfälle in der Zeit, in der der Krankenpfleger im Krankenhaus Dienst hatte. Wir haben dann angefangen, alle 83 Todesfälle zu untersuchen. Dazu mussten die Krankenpfleger, die Ärzte, die Angehörigen zu jedem dieser Todesfälle vernommen werden. Wir mussten also feststellen, wie war der Zustand der Patienten, wegen was waren sie da. Wir wollten natürlich auch wissen, was können diese Leute, diese Zeugen zum Krankenpfleger selber sagen. Es geht um die Frage, ob Stefan L. tatsächlich aus Mitleid zum Mörder wurde und wie viele Menschen er umgebracht hat. Schon bald stoßen die Ermittler auf verstörende Informationen. Er hat Patienten nachweislich getötet, mit denen er mit der Pflege gar nichts zu tun hatte. Er hat zwar behauptet, er habe sich alle Akten angesehen, aber in Wahrheit waren die Leute gerade mal ein paar Stunden im Krankenhaus. Und er hatte ja auch nicht die Zeit, sich jetzt intensiv mit jedem zu unterhalten, um überhaupt herauszufinden, wo der angebliche Patientenwille sein soll. Die Spanierin Pilar ist eine von ihnen. Ich habe ihn dann ganz konkret auf den Todesfall der Spanierin angesprochen, den mir der Chefarzt des Krankenhauses geschildert hat, der eigentlich unerklärlich war zunächst für das Krankenhaus. Und auch hier bestätigte er, dass er diese Frau getötet hat. Ja.
Stefan L. ermordet die Frau, obwohl sie im Grunde genommen vollkommen gesund ist. Die Psychologin Lydia Benecke glaubt, dass Stefan L. gemordet hat, um sich besser zu fühlen. Er leidet darunter, dass Patienten anstrengend sind. Und weil er leidet, tötet er sie. Und er meint, ich habe deren Leiden beendet. Aber er beendet eigentlich seine Stresssituation. So tragisch das erscheinen mag, ich glaube, für diesen Mann waren die Tötungen der Patienten ein Stressabbau. Der viele Stress, den er im Leben hatte, den hat er immer wieder kompensiert, indem er entschieden hat, wer lebt und wer stirbt, wer stört ihn nicht. Und weil es sich gut anfühlte, hat er es immer und immer wiederholt. Die Psychologin nimmt an, dass die Ursachen für seine Taten, wie bei vielen Serienmördern, in seiner Kindheit liegen. Stefan L. wurde 1976 im nordrhein-westfälischen Herdecke geboren. Er kam 4 Wochen zu früh auf die Welt. Und das war für seine Mutter, die schon vorher Riesenängste hatte, ein behindertes Kind zu bekommen, der Anlass, davon überzeugt zu sein, dass er behindert ist. Mit dem kleinen Jungen fährt sie immer wieder zu verschiedenen Ärzten. Oft viele hundert Kilometer weit. Hallo Stefan, komm doch mal mit. Die Mutter sah immer wieder neue Krankheiten aufkommen, eine Getreideallergie oder andere Dysfunktionen. Wenn einer der Ärzte ihr erzählt, dass ihr Kind gesund ist, geht sie zu einem anderen Arzt. Ihrem Sohn erzählt sie immer wieder, er sei nicht normal. Für die Experten ist offensichtlich, dass das Fehlverhalten seiner Mutter Stefan L. nachhaltig geprägt hat. Er hat ja als Kind schon vermittelt bekommen, Krankheiten stehen im Zentrum des Lebens und Krankheitssymptome. Und es ist deswegen sicher kein Zufall, dass er sich einen Helferberuf ausgesucht hat. Fast so, als wollte er das kompensieren, was er als Kind erlebt hat, nämlich, dass er ständig der Kranke war und damit gequält wurde. Vor allen Dingen nicht nur krank, sondern offensichtlich auch minderbemittelt. Ja. Wenn ich behindert sein soll und mir das immer wieder eingetrichtert wird, irgendwann als Kind fange ich ja an zu glauben. Ja. Weil da steht ja eine Autorität vor mir. Meine Mutter, die sagt, hey, du hast sie nicht mehr alle. Das ist schon eine ganz schwere Situation. Das Verhalten, das seine Mutter gezeigt hat, erscheint mir sehr stark das zu sein, was wir eben als Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom kennen. Hierbei nutzen Mütter oft ihre Kinder und reden denen ein, sie wären krank oder erzeugen sogar Symptome, um eben Aufmerksamkeit zu bekommen als Mutter, die sich aufopfert und hilft. Die ständigen Arztbesuche zeigen Folgen. Der junge Stefan entwickelt eine psychische Störung. Hinzu kommt, dass er von seinem Stiefvater geschlagen wird. Es hat sich ganz früh gezeigt, dass er aggressiv war. Schon im Kindergarten hat er eine Erzieherin geschlagen. Er hat bei der Oma die Türen eingetreten. Er hat Schreikrämpfe bekommen. Das ist mein Baum. Im Alter von 6 Jahren greift sein leiblicher Vater endlich ein und beantragt das Sorgerecht für den Jungen. Doch Stefans Verhalten ist weiterhin beunruhigend. Als er dann in die Schule kam, dann war er ein sehr aggressives Kind, ein Außenseiter. Er hat dieses Außenseitertum damit bewältigt, dass er gegessen hat und gegessen in sich reingestopft hat, dass er immer größer und immer dicker wurde. Nur langsam bekommt Stefan seine Probleme in den Griff. Der Vater hat ihn zu einem Therapeuten geschickt und er hat dann wirklich jahrelang eine Verhaltens- und eine Psychotherapie gemacht. Und hat es auch wirklich geschafft, ruhiger zu werden. Damit fand so etwas wie ein normaleres Leben langsam statt. Es scheint, als habe Stefan seine schwierige Kindheit überwunden. Er entschließt sich sogar selbst im Gesundheitswesen zu arbeiten. Bei der Ausbildung zum Krankenpfleger trifft er seine zukünftige Freundin. Und diese beiden harmonierten im Grunde nur dadurch, dass der eine so und der andere anders gestört war und kaputt war. Wie auch Stefan hatte seine Freundin eine schwierige Kindheit. Na? Hast du es dabei? Die psychischen Probleme dieser Frau äußerten sich in Nervenzusammenbrüchen, in Ausrastern. Er fühlte sich unter Druck gesetzt. Und konnte sich nicht wehren gegen sie.
Um die Panikattacken seiner Freundin zu behandeln, klaut Stefan Medizin aus dem Krankenhaus. Das war vielleicht der Moment, in dem er sah, dass es eine Möglichkeit gibt, Probleme zu beseitigen. Nämlich mit der Spritze. Das tut gut. Und diese Methode würde er auch später anwenden. So wie im Frühjahr 2004. Es stellte sich im Rahmen der Ermittlungen ein weiterer sehr perfider Vorfall heraus. Die Freundin des Pflegers musste aufgrund von Problemen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie wurde in ein Zimmer gelegt mit einer älteren Frau, die an Speiseröhrenkrebs litt. Es hat diese Frau aufgrund ihrer Krankheit natürlich permanent geröchelt. Stefans Freundin fühlt sich gestört. Sie beschwert sich bei Stefan, der gerade Dienst hat. Sie hat ihn dann bedrängt, er soll dafür sorgen, dass die Frau woanders hinkommt. Die Beziehung war ohnehin so zwischen den beiden, dass er versuchte, alles zu tun, was ihm seine Freundin auftrug. Und deswegen hat er hier sein bewährtes Mittel eingesetzt. Nachdem er ihr das Mittel gespritzt hat, trat natürlich der von ihm gewünschte Effekt ein. Die Frau bekam Atemnot aufgrund dieses Muskelrelaxanses. Als die Frau mit dem Tod kämpft, reagiert Stefan blitzschnell und löst den Alarm aus. Kommen Sie her, schnell, ich brauche Hilfe. Er machte jetzt etwas, was er sonst nicht gemacht hat. Er tritt als Retter auf und verständigt sofort den diensthabenden Arzt. Dann hilft er sogar noch, sein Opfer wiederzubeleben. Das war wirklich knapp. Vielen Dank. Gut gemacht. Im Nachhinein bedanken sich die Angehörigen beim Krankenpfleger, dass er so schnell reagiert hat. Keiner durchschaut sein perfides Schauspiel. Er hatte den gewünschten Effekt, nämlich dass seine Freundin alleine ein Zimmer hatte und nicht mehr mit dieser kranken Frau zusammen sein musste. Ich liebe dich. Die beiden Experten haben den Eindruck, dass Stefans Beziehung zu seiner Freundin eine entscheidende Rolle bei seinen Taten spielt. Ich denke auch, es ist kein Zufall, dass seine Freundin ihrerseits Auffälligkeiten hat. Häufig suchen sich ja auch Menschen mit auffälligen Persönlichkeiten andere Menschen mit komplementär auffälligen Persönlichkeiten. Ja. Er hat eine Freundin, die scheinbar hilfsbedürftig ist, die Panikattacken hat und bei der er ja genauso eben meint, mit Medikamenten eingreifen zu können, wie er es eben bei seinen selbst gewählten Tötungen tut. Bei Durchsicht der Patientenunterlagen kommen die Ermittler zu dem Schluss, dass Stefan L. bereits 4 Wochen nach seinem Dienstantritt mit seiner Mordserie begann. Das erste Opfer war ein 83-jähriger Mann. Der Patient wurde erst 6 Tage vor seiner Tötung wegen Verdachts eines Schlaganfalls ins Krankenhaus eingeliefert. Danach greift Stefan L. immer wieder zur tödlichen Spritze. Dass er dann sah, dass es völlig problemlos geht, begann eine Serie, die ein Staatsanwalt hinterher wie Töten am Fließband bezeichnet hat. Zunächst sind es ältere oder todkranke Patienten. Aber schon 4 Monate nach seinem ersten Mord weicht Stefan L. von seinem gewohnten Muster ab. Eine Bundeswehrsoldatin, 22 Jahre alt, kommt in die Klinik mit einem Knochenbruch, einem Beinbruch.
Die junge Frau ist betrunken von einer Brücke gestürzt. Sie musste natürlich, weil es um ihre Knochen ging, geröntgt werden. Und als sie dann in diesem Röntgenraum war, war zunächst eine Schwester da und auch der Pfleger. Als die Krankenschwester kurz den Raum verlässt, greift Stefan L. zur Spritze. Er hat oftmals einfach die Gelegenheit genutzt und dabei die bereits aufgezogene Spritze in seiner Pflegerjacke herausgezogen und dann verabreicht. Auch in diesem Fall spritzt Stefan L. das Narkotikum. Doch dieses Mal bemerkt sein Opfer, was läuft. Es kam ihr verdächtig vor, dass er ohne ärztliche Anordnung ihr eine Spritze verabreicht hat. Die Soldatin beschwert sich über den Pfleger. Jedoch vergeblich. Als dann die Schwester das zweite Mal draußen war, hat der Pfleger ihr zugeraunt, dass sie auf keinen Fall was sagen soll, dass sie das Maul halten soll. Du bist ja still! Die Soldatin wurde dann kurz bewusstlos, was wohl an diesem Medikament lag. Doch offenbar fühlt sich Stefan L. ertappt. In dieser Nacht verzichtet er darauf, sein tödliches Werk zu vollenden. Im Nachhinein hat sie das Ganze Gott sei Dank überlebt. Alle weiteren Beschwerden der Soldatin bleiben ohne Konsequenzen. Man ist dem weiter nicht nachgegangen. Ich vermute, weil sie wohl alkoholisiert war und man hat ihr nicht so recht geglaubt. Stefan L. gerät nicht in Verdacht. Er kann ungehindert weiter töten. Hier ist wirklich auffällig eine junge Frau, die nicht todkrank war, und doch entscheidet er, dass er ihr Leben beenden möchte. Der Fall ist insofern bezeichnend, weil er ja sehr schnell in Verdacht gerät. Mhm. Die Frau meldet sich und sagt, hey, hier läuft irgendwas schief. Warum gibt er mir die Spritze, die ich eigentlich gar nicht brauche? Normalerweise hätten jetzt seine Kollegen hingehen müssen und sagen, hör mal, Stefan, was machst du da eigentlich? Ja. Aber genau das passiert nicht. Man glaubt der Patientin nicht. Vielleicht will man keinen Ärger. Ja. Aber das Dumme dabei ist, hätte man auf die Frau gehört, hätte man angefangen nachzuforschen, wäre all das, was danach gekommen ist, wahrscheinlich gar nicht passiert. Offenbar hat Stefan L. nicht nur alte und kranke Patienten getötet. Das Problem der Ermittler, sie müssen ihm die Morde zweifelsfrei nachweisen. Es war ja so, dass er zunächst sehr willens war, uns zu helfen, aber er konnte sich offensichtlich auch nicht an alle Patienten mehr erinnern, die er getötet hat. Und deswegen entschloss man sich, Exhumierungen durchzuführen. Doch es gibt ein Problem. Wir haben dann festgestellt, dass von diesen 83 während der Dienstzeit des Krankenpflegers gestorbenen Patienten gut die Hälfte feuerbestattet wurde. In diesen Fällen ist eine Untersuchung unmöglich. Den Ermittlern bleiben nur die restlichen 43 Verstorbenen, die beerdigt wurden. Die Staatsanwaltschaft entschied sich dann dahingehend, dass wir alle 43 verstorbenen Patienten exhumieren. Für die Ermittler war es ganz wichtig, diese Exhumierungen durchzuführen, weil sie dann anhand des toten Körpers versuchen konnten, Rückstände der Medikamente nachzuweisen. Bei den Untersuchungen entdecken die Rechtsmediziner in 13 Leichen die Rückstände des tödlichen Muskelrelaxanzes Esmeron. Nach einer Überprüfung, dass dieses Medikament nicht irgendwann einmal berechtigt verabreicht wurde, war dies natürlich ein klares Zeichen für uns, dass der Krankenpfleger diesem Patienten dieses Mittel unberechtigt verabreicht hatte. Dennoch kann die wahre Anzahl der Opfer nicht aufgeklärt werden. Ob der Krankenpfleger noch mehr Patienten getötet hat, kann ich nicht definitiv sagen. Wenn man aber betrachtet, dass die Hälfte der 83 während seiner Dienstzeit verstorbenen Patienten feuerbestattet wurden,
wo also letztendlich kein Nachweis mehr zu führen ist, kann man davon ausgehen, dass die Zahl der getöteten Patienten noch höher ist. Aufgrund seines Geständnisses und der forensischen Beweise wird Stefan L. am 15. September 2005 wegen 16 Morden und 12 Totschlägen angeklagt. Der Prozess ist ein riesiger Medienrummel. Auch die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen ist vor Ort. Der Gerichtssaal war sehr voll. Die öffentliche Aufmerksamkeit war enorm groß. Ist klar, es ist ein kleiner Ort gewesen. Jeder kannte eigentlich irgendeinen, entweder aus der eigenen Familie oder aus der Bekanntschaft, der von diesem Fall betroffen war. Stefan L. ist zu diesem Zeitpunkt der größte deutsche Massenmörder seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Ich vergesse nie dieses Bild. Da kam ein riesiger Mensch, so leicht lächelnd, eigentlich wie so ein tapsiger Bär. Es ging von ihm nichts Gewalttätiges aus und er hatte auch nicht so irgendwie eine furchterregende Aura. Seine ruhige Art steht im krassen Kontrast zu den schrecklichen Verbrechen, die er begangen hat. Er hat sich bei den Angehörigen entschuldigt. Er hat gesagt, dass er einem Irrglauben aufgesessen sei und dass er weiß, dass er was falsch gemacht hat. Diese Erklärung hat er allerdings so emotionslos vorgelesen, dass die meisten Angehörigen damit keine Genugtuung empfanden. Am 20. November 2006 wird Stefan L. wegen Mordes in 12 Fällen und Totschlags in 15 Fällen für schuldig befunden. Er wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Es ist auf die besondere Schwere der Schuld erkannt worden, was bedeutet, dass nicht nach 15 Jahren schon geprüft wird, ob er auf Bewährung entlassen werden kann, sondern er wird in Bayern über 20 Jahre mindestens verbüßen müssen. Zudem wird ihm ein lebenslanges Berufsverbot auferlegt. Der Fall ist gelöst. Doch die genaue Opferzahl kann vermutlich niemals aufgeklärt werden. Es gibt ein Urteil, es gibt einen verurteilten Täter, es gibt eine besonders hohe Anzahl von Opfern, aber es gibt keine Gewissheit darüber, dass auch tatsächlich alle Taten aufgeklärt werden sind. Und für mich als Kriminalisten ist das besonders ärgerlich. Mich als Psychologin beschäftigt besonders, wie aus einem Kind, das darunter litt, dass die Mutter ihm stets Krankheiten einredete, ein Mensch wurde, der einen Pflegeberuf nimmt und dann die Entwicklung zum Täter macht, wo er jetzt die ultimative Kontrolle verspürt und diese Machtlosigkeit seiner Kindheit kompensiert, eine grauenvolle Entwicklung vom Opfer zum Täter. Leider ist die Mordserie von Stefan L. kein Einzelfall. Weltweit gibt es immer wieder Ärzte, Krankenpfleger oder Hebammen, die ihre Patienten töten, anstatt ihnen zu helfen.